Ja, ich hatte die tolle Gelegenheit, 5 Monate wieder mal in meinem Lieblingsland Japan zu verbringen und habe da mein Sabbatical gemacht und habe mir unter anderem die komplette Automobilindustrie angeschaut. Alle 7 großen japanischen Automobilhersteller, da war ich überall drin. Und noch viele andere Werke. Also ich habe im Schnitt 2 Werke pro Woche besucht. Da war auch Joghurt mit dabei. Da waren auch Hersteller von Zahnarztstühlen, alles Mögliche. Und da möchte ich Ihnen heute berichten, was ich da gesehen habe, vergleichend und auch ein bisschen was allgemein zur Arbeitswelt in Japan. Ich war bei Toyota, bei Bosch, bei McKinsey. Jetzt hier in Karlsruhe. Ich schreibe auch einen Blog All About Lean. Da finden sich auch große Teile von dem, was ich hier präsentiere, sind da auch berichtet. Ich habe ein Buch zur Geschichte der Produktion geschrieben. Das war meine Antrittsvorlesung. Und mein damaliger Chef von Toyota, mein Mentor, der ist jetzt auch ein Professor. Und zwar ein Professor an der Keio Universität. Und bei dem habe ich das Sabbatical gemacht. Also mein Mentor, Professor Nakano, bei dem bin ich da für 5 Monate untergekommen, hatte da Anschluss, hatte einen Schreibtisch, hatte einen Drucker, was man halt so alles braucht zum Arbeiten. Ja, also sehr toller Mensch, geht jetzt leider demnächst in den Ruhestand. Das heißt, das nächste Sabbatical muss ich jemand anderen finden. Gut. Zwischen den einzelnen Teilen immer so kleine Impressionen aus Japan. Als nächstes würde ich Ihnen gern vorstellen, die japanische Arbeitskultur, die japanische Arbeitswelt. Und da gibt es einen Begriff, der immer, immer wieder vorkommt. Das ist der Begriff Monozukuri. Wörtlich übersetzt, Dinge herstellen. Und gemeint ist damit Handarbeit, Sachen von Hand bearbeiten, Craftsmanship, Handwerk. Und das hat in Japan einen extrem hohen Stellenwert. In Deutschland, wir sind ja das Volk der Ingenieure. Das heißt, bei uns das Bauen, das Herstellen von Produkten ist auch bei uns sehr wichtig, aber im Vergleich zu Japan sind wir nur ein blasses Lichtchen. In Japan wirklich, das ist ein Teil von der Kultur, da Sachen herzustellen und es ist in alle Bereiche von der Kultur da rein verbreitet. Ich will Ihnen ein paar Beispiele dafür geben. Sie kennen vermutlich bekannte Maler oder Dichter von Goethe oder Shakespeare oder was auch immer, Musiker. Sie kennen aber vermutlich nicht bekannte Töpfer, bekannte Schmiede, bekannte Weber. In Japan ist es anders. In Japan gibt es eine offizielle von der Regierung geförderte Klassifizierung für sogenannte lebende Nationalschätze. Und das sind unter anderem auch Handwerker, die sich durch ihre Kunst besonders hervorgetan haben. Zum Beispiel hier der Shoji Hamada, das ist ein lebender Nationalschatz, oder genau genommen inzwischen ist er schon verstorben, das heißt, er lebt nicht mehr, aber das ist ein Töpfer. Oder die Frau Fukumi, die ist in Japan angesehen für ihre Kunst des Webens. Also da in Japan mit Händen zu arbeiten, das hat da einen sehr hohen Stellenwert. Auch wenn Sie am Ende vom Arbeitstag von der Arbeit weggehen, nach Hause gehen. In Deutschland sagt man Tschüss, bis morgen oder irgendwie sowas. In Japan, man bedankt sich für die harte und damit auch körperliche Arbeit. Auch wenn Sie im Büro sitzen, die Grußformel ist Danke für die körperliche Arbeit. Oder ein anderes Beispiel, wo das vielleicht noch besser rüberbringt. Ich hatte einen Flug in Japan von Tokio nach Fukuoka, ganz im Süden. Es war ein Inlandsflug, es war ein älteres Flugzeug und nicht jeder hatte so einen eigenen Monitor, sondern es gab nur die großen Monitore ganz vorne. Das heißt, alle mussten das gleiche Programm anschauen. Und in Deutschland ist ja vielleicht irgendwo ein paar Cartoons oder was weiß ich, Lindenstraße oder so Sachen. In Japan für eine halbe Stunde kam ein Programm zur Optimierung von Shampooflaschen. Eine Dokumentation, wie man eine Shampooflasche optimiert. Also nicht das Shampoo selber, wurde nichts erwähnt von seidenem Haar und sonstigen Sachen, sondern es ging wirklich nur um den Behälter. Es war nicht mal eine Shampooflasche, es war nur eine Shampoo-Nachfüllpackung. Und für eine halbe Stunde sind die da in großen Detail eingegangen,
was die Firma gemacht hat, um da das letzte Stück Effizienz aus dieser Shampoo-Packung rauszuholen. Ich habe mir die dann auch danach gekauft. Die haben groß darüber geredet, wie sie hier die Folien mit Falten, dass da möglichst wenig Lücken und Ecken sind, also vielleicht kennen Sie japanische Origami, die Kunst des Papierfaltens, hier halt mit Plastikfolie, wie man das faltet, dass da möglichst wenig Shampoo verloren geht. Auch hier die Öffnung, dass möglichst wenig Shampoo in der Öffnung hängen bleibt. Wenn Sie genau schauen, hier innen ist es ein bisschen enger als die restliche Öffnung. Damit wollen Sie vermeiden, dass hier Shampoo am Rand der Öffnung hängen bleibt und damit auch für den Kunden verloren geht. In Japan gibt es auch so Erfrischungsgetränke mit Gelee und die werden auch in so ähnlichen Packungen verkauft, damit die Kinder das hier nicht verwechseln, dass sie nicht außersehen Shampoo trinken, weil sie meinen, das ist so eine Gelee-Packung. Die Öffnung hier hat hier so leichte Zacken. Wenn sie das in den Mund nehmen, fühlt sich das unangenehm an. Und mit noch viel mehr Details für eine halbe Stunde lang sind die da eingegangen, was die alles gemacht haben, um hier diese Nachfüllpackung zu optimieren. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie sind in einem deutschen Flugzeug von München nach Hamburg und dann käme für eine halbe Stunde lang, wie man eine Shampoo-Packung optimiert. Die Leute würden gähnen und aus dem Sitz fallen. Oder auch in Amerika, sowas gibt es da nicht. Aber in Japan ist es völlig akzeptiert, hier wirklich in ganz kleinem Detail reinzugehen, wie man Produkte herstellt, wie man das noch ein kleines bisschen besser hinkriegt. Fand ich extrem faszinierend. Ein anderes Beispiel jetzt von Toyota. Ich habe im Rahmen meines Sabbaticals gelernt über die Mitarbeiterevaluation von Toyota. Wie Toyota seine eigenen Mitarbeiter bewertet. Und es ist der gleiche Bewertungsbogen für alle Mitarbeiter bis hoch zum Niveau vom Werksleiter. Der allererste Punkt, physische Fähigkeiten in der Fertigung. Wie gut kann der Mitarbeiter, selbst wenn es ein Werksleiter ist, selbst wenn es ein Büromensch ist, wie gut kann der in der Fertigung mit Händen arbeiten? Damit fängt die Bewertung an. Wie gut ist die Qualität in der Fertigung, die er da erzeugt? Kaizen ist, wie gut kann er die Prozesse verbessern? Wie viele Ideen bringt er ein? Wie leitet er das, um da bessere Prozesse zu machen? Dokumentation, und zwar handgeschriebene Dokumentation. Die haben so A3 Papier, wo dann mit Bleistift, damit man es radieren kann, aufgeschrieben wird, was der Stand ist und dann so auf einem A3 Blatt ein komplettes Projekt so nach und nach ausfüllen. Und selbst der Werksleiter wird daran gemessen, wie gut er mit dem Bleistift solche Dokumente ausfüllen kann. Lesbar, verständlich, nicht zu viel, nicht zu wenig, so Sachen. Auch andere Sachen ungewöhnlich, Manieren. Wie gut sind die Manieren von dem Werksleiter? Da will man jetzt bei manchen Werksleitern in Deutschland nicht so genau drüber nachdenken, aber in Japan werden die tatsächlich danach gemessen. Selbsteinschätzung. Die Bewertung vom Mitarbeiter selber und die Bewertung vom Chef wird daneben gelegt und dann wird geschaut, wie weit stimmt es überein. Weiß der Mitarbeiter, ob er gut ist oder nicht gut ist oder hält es sich für schlechter oder besser, als er ist? Also ich will jetzt hier nicht alle Punkte durchgehen, aber auch hier wieder der Fokus ganz, ganz, ganz enorm auf die Handarbeit, auf die physische Arbeit, auf Projekte, auf Produkte besser, schneller, billiger machen. Das ist in Japan extrem stark. Jetzt könnte man glauben, in Japan ist alles perfekt. Es hat auch eine negative Seite. Es gibt da auch eine Sache, die es für viele Leute äußerst unangenehm macht, in Japan zu arbeiten. Denn die Firma hat extrem hohe Erwartungen an den Mitarbeiter. Arbeitszeiten sind oft sehr, sehr lang. Ich habe zum Beispiel mit einem Kellner im Restaurant gesprochen und habe den gefragt und er hat gemeint, ja, ich arbeite halt, wenn das Restaurant offen ist, das sind so 14 Stunden pro Tag, aber Sonntag habe ich frei. Und dann habe ich noch weiter gefragt und ja, er muss noch 1,5 Stunden mit dem Zug nach Hause fahren und 1,5 Stunden mit dem Zug wieder herfahren. Das heißt, ungefähr 17 Stunden pro Tag im Zug oder bei der Arbeit, da bleibt nicht mehr viel übrig zum Leben. Vereinsmeierei oder sowas, das geht da nicht. In Japan, wenn Sie einen Job haben, dann gehört Ihr Leben der Firma. Die Firma kümmert sich aber auch um Sie.
Also sie werden da nicht rausgeschmissen, auch wenn das Geschäft mal schlecht geht. Also viele Firmen, es gibt eine Schiffswerft, als das Geschäft schlecht ging, haben die angefangen, Champignons zu züchten, damit die Mitarbeiter einen Job haben. Es gibt andere Firmen, die haben dann angefangen, eine Sake-Brauerei nebenher aufzubauen, damit da die Mitarbeiter nicht rausgeschmissen werden. Also es wird da enorm viel gegeben, aber es wird auch enorm viel erwartet. Ein Mitarbeiter bei einer japanischen Firma in Deutschland, da kenne ich die Story, der ist zu seinen deutschen Kollegen hingegangen und hat gesagt, auf Englisch natürlich, also es tut mir sehr leid, also ich muss mich da schon in vornherein ganz tiefst entschuldigen, aber ich würde gern dieses Jahr 2 Wochen Urlaub nehmen am Stück. Und die deutschen Mitarbeiter haben ja nur gelacht, weil 2 Wochen Urlaub, das ist ja gar nichts. Aber so ist es in Japan. Urlaub mal 3 Tage hier, mal 2 Tage da, wenn man überhaupt nimmt. Und es ist eine extrem harte Arbeitswelt. Ich habe da auch Interviews gemacht. Ich habe Frauen interviewt, die im Ausland gelebt haben, also japanische Frauen im Ausland gelebt und dann wieder zurück nach Japan gegangen. Und es war also vom halben Jahr Amerika bis hin zu 20 Jahre Österreich, also querbeet die ganze Welt mit verschiedenen Dauern. Und habe die gefragt nach dem Erlebnis der Rückkehr. Wie ist die japanische Arbeitswelt, wenn man vom Ausland zurückkommt? Und von den 15 Frauen, alle bis auf eine haben sehr klar und deutlich gesagt, das ist schrecklich. Die Japaner spinnen. Originalzitat. Also von Japanern über die eigenen Leute, die haben gemeint, es ist grausam. Viele wollen auch gar nicht mehr zurück. Meine Frau ist Japanerin, die hat keine Lust mehr drauf, in Japan zu arbeiten. Und wie gesagt, von den 15 Frauen, alle bis auf eine haben gesagt, Japan ist schrecklich zum Arbeiten. Für Frauen noch viel schlimmer als für Männer. Zum Beispiel, meine Frau ist nach Japan gegangen zu ihrem Headquarter und die hat 2 Wochen gebraucht, um rauszufinden, was soll sie anziehen, dass sie nicht auffällt. Und es war jetzt nicht irgendwo was Kreatives oder Exotisches. Ganz normal so ein Anzug für Damen. Und was für einer soll das sein, dass man da möglichst nicht irgendwo aneckt oder aufstößt. Also da ist eine sehr, sehr enge Erwartungshaltung an das Verhalten der Mitarbeiter. Von den 15 Frauen, wie gesagt, 14 haben gesagt, es ist schrecklich. Eine hat gesagt, ja, so schlimm ist es ja gar nicht. Aber die kam aus Saudi-Arabien zurück. Das kann man dann auch als Bewertung nehmen. Die japanische Regierung versucht da dagegen zu arbeiten. Die japanische Regierung versucht da es hinzukriegen, dass die Leute mehr Zeit haben für zu Hause, dass sie auch mal ein bisschen Zeit haben, mit der Frau zu reden. Also auch eine Story, eine Tochter geht zur Mutter hin und sagt, Mama, Mama, wer ist der komische Mann, der da bei uns ist? Das war der Vater. Die Tochter hat ihn halt nie gesehen, weil wenn die Tochter aufsteht, war er schon weg und wenn die Tochter ins Bett geht, war er noch nicht wieder da. Also ja. Aber die Regierung versucht da dagegen zu wirken und hat unter anderem ein Programm ins Leben gerufen, Premium Friday. Den letzten Freitag im Monat sollten die Mitarbeiter schon um 3 Uhr nach Hause gehen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber in Deutschland nennt man das einfach Freitag. Also nach 3 Uhr ist eigentlich keiner mehr wirklich bei der Arbeit. Aber da haben die so ein Programm eingeführt, mit gemischtem Erfolg. Die Leute sind dann zwar schon um 3 Uhr teilweise von der Arbeit gegangen, aber nach der Arbeit kommen oft so, dass man auch gemeinsam ein Trinken geht, fast schon verpflichtend. Und normalerweise geht man so um 10 Uhr los und tut dann noch 1-2 Stunden was trinken. Und in dem Fall, wenn man schon um 3 Uhr von der Arbeit weg muss, der Chef wusste nicht, was er tun sollte, und ist dann schon um 3 Uhr hat gesagt, okay, jetzt geben wir einen Trinken und trinken wir halt länger. Ja, also die Arbeitswelt in Japan ist da ziemlich brutal. Aber extrem versessen aufs Detail von Optimierung. So. Als nächstes gebe ich Ihnen einen kleinen Überblick über die Firmen, die ich besucht habe. Und dazwischen noch auch hier so ein kleines Bild von Japan. Das ist eine Hundetoilette mit Wasserspülung. Genau genommen ein Hundeurinal. Der Hund geht an diese Säule hin, macht sein Geschäft, das Herrchen oder Frauchen drückt danach auf die Taste und dann kommt aus diesen Löchern Wasser runter und spült das Ganze wieder weg. Habe ich in Deutschland noch nicht gesehen, aber auch
sehr typisch japanisch. Gut. Fokus ist Automobilindustrie. Und ich habe es hingekriegt, alle 7 großen Automobilhersteller zu besuchen. In ganz Japan hindurch, also natürlich mein Schwerpunkt war bei Toyota, mit Chifu Auto Body gehört auch dazu und Lexus, aber ich war auch bei Nissan, bei Subaru, bei Mitsubishi in 2 Werken, bei Suzuki, bei Mazda und bei Honda. Also da alle 7 großen Automobilhersteller war ich mindestens einmal, oft mehrmals drin und habe die besucht und habe da sowohl eine qualitative als auch eine quantitative Datensammlung gemacht und versucht, die miteinander zu vergleichen. Beim Quantitativen, was mich interessiert, wie effizient sind die Mitarbeiter an der Montagelinie? Wie gut arbeiten die, wie effizient, wie gut ist es strukturiert und optimiert? Und da könnte ich jetzt natürlich die Firma nach Daten fragen, die ich dann in der Regel nicht kriege. Und wenn ich sie kriege, dann sind sie eh geschönigt. Deswegen habe ich das selber gemessen und habe geschaut, wann ist die Arbeit wertschöpfend, wann machen die wirklich was am Teil und wann ist die Arbeit nicht wertschöpfend. Die warten, die transportieren, die reden, die laufen durch die Gegend. Alles, was nicht wirklich direkt am Auto gemacht wird. Und habe da Leute gezählt und geschaut, wenn ich auf die Person gucke, was macht die in dem Moment? Und habe da so eine Statistik gemacht für den Anteil der wertschöpfenden Zeit und habe da verschiedenste Linien in verschiedensten Werken von verschiedensten Herstellern miteinander verglichen. Nicht überraschend, Toyota ist da ganz vorne dabei. Im Schnitt so 65-70%, teilweise bis zu 80% von der Zeit ist wirklich wertschöpfend, wo die Mitarbeiter wirklich am Auto irgendwas montieren und wenn sie da was machen, die Teile sind meistens direkt dahinter, greifen, dann weiterarbeiten. Die müssen nicht groß durch die Gegend laufen, sondern die sind wirklich sehr effizient. Was mich überrascht hat, das war, dass Nissan sogar noch ein kleines bisschen effizienter war. Also das hätte ich nicht gedacht, aber Nissan auch im Schnitt noch ein bisschen besser als Toyota in puncto Effizienz. Mazda ist auch gut. Und dann Suzuki, Honda, Mitsubishi, Subaru, da geht es schon langsam runter. Bei Subaru so 40-45% effiziente Zeit. Das ist ungefähr die Hälfte vom besten Toyota-Werk. Deutsche Werke sind auch so um die 50% rum, je nachdem, wo man hingeht. Also auch da, die Hälfte von der Zeit ist nicht wirklich, wo am Teil gearbeitet wird, sondern wo irgendwas getragen wird, geredet, gesucht, gewartet, sonst irgendwas, was letztendlich nicht wertschöpfend ist für das eigentliche Produkt. Also es war eine sehr interessante Statistik, wo ich da die Daten gesammelt habe. Ich habe auch geschaut, die Arbeitszeiten, von wann bis wann arbeiten die Schichten. Und das klassische Modell in Japan ist, wie man es hier in diesem Bereich sieht, es wird 8 Stunden gearbeitet, dann ist 4 Stunden Pause, dann wieder 8 Stunden gearbeitet und wieder 4 Stunden Pause. Weil in diesen 4 Stunden Pause in Japan üblicherweise, es werden Überstunden gemacht, also jede Schicht kriegt ein Ziel, so und so viele Autos müssen gemacht werden. Wenn man an dem Tag nicht hinkommt, dann macht man halt ein paar Stunden mehr. Wenn man zu schnell ist, dann geht man halt 2 Stunden oder 1 Stunde früher nach Hause. Aber da wird mit der Zeit gespielt, was in Deutschland übrigens rechtlich nicht geht, was auch gut ist. Aber in Japan wird da viel mit der Zeit gespielt. Und wenn die Zeit noch frei ist, dann ist hier in der Zwischenzeit Wartung und Reparaturen. Das heißt, 8 Stunden arbeiten, 4 Stunden Pause. 8 Stunden arbeiten, 4 Stunden Pause. Das heißt aber auch, irgendjemand ist immer morgens um 3 bei der Arbeit. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal morgens um 3 gearbeitet hat. Das ist äußerst unschön. Toyota hat es vor 15 Jahren ähnlich gemacht und hatte dann das Problem, dass die Mitarbeiter denen weggelaufen sind. Die haben gemeint, nee, für das Geld tue ich mir den Krampf nicht an. Toyota hat es daraufhin geändert und hat es hier auch wieder die 8 Stunden, aber dann nur sehr kurz danach die nächsten 8 Stunden. Die große Pause ist jetzt hier nachts. Das heißt, so gut wie alle Toyota-Mitarbeiter, mit Ausnahme von ein bisschen Wartung, können nachts wirklich durchschlafen. Also die haben sich hier Biorhythmus optimiert. Honda, Dreischichtbetrieb und eine Gießerei, die kann man natürlich nicht abschalten, die muss auch rund um die Uhr
wird das Ganze gemacht. Aber ich habe hier geschaut auf die Arbeitszeiten. Eine andere Sache, die ich mir auch angeschaut habe, ist die Teamgröße auf unterster Ebene. Wie viele Mitarbeiter hat es für den alleruntersten Teamleiter oder wie auch immer das heißt? Und das war auch eine ziemliche Bandbreite. Bei Toyota und Nissan, das sind so zwischen 3 und 5 Leute für einen Teamleiter. Das heißt, sehr, sehr gut betreut. Bei Mitsubishi und Mazda sind wir dann irgendwo bei 15 Leute mit einem Teamleiter. In Deutschland sind es oft 20 oder 25, da hat man schon Kosten optimiert. Aber ob das wirklich gut ist, ist eine andere Frage. Interessant hier ist auch, Toyota und Nissan sind die beiden Firmen mit den geringsten Managementspanne, also mit der besten oder mit der kleinsten Anzahl von Leuten auf einen Teamleiter. Toyota und Nissan. Wenn ich jetzt nochmal zwei Slides zurückgehe, Toyota und Nissan sind hier die effizientesten Firmen. Ob das jetzt einen Zusammenhang hat, ich kann es nicht beweisen, aber ich will es glauben, dass es da zusammenhängt. Dass da diese enge Führung, diese Unterstützung bei Problemen vor allem, dass die hier das Ganze effizienter und schneller macht. Dann gucken wir uns mal die einzelnen Firmen etwas genauer an. Hier noch als Bild dazwischen vielleicht der berühmteste Tempel in Japan, in Kyoto, der Goldene Tempel. Sieht sehr schön und ruhig aus, aber nur, wenn sie in der ersten Reihe stehen. Ansonsten sieht das Ganze irgendwo so aus. Wobei ich natürlich einen Vorteil habe, dass alle anderen einen Kopf kleiner sind als ich. Das macht es angenehmer. Aber da ist ein ziemlicher Trubel. So. Gucken wir uns mal Toyota genauer an. Toyota ist bekannt für ihre flexiblen Linien, dass die da in Losgröße 1 selbst verschiedenste Modelle auf der gleichen Linie fahren können. Und ich gehe jetzt hier nicht rein in das, was bei schlanker Produktion vielleicht schon manchen bekannt ist. Ich gucke auf das, was neu ist. Und neu ist, die nennen es leider auch flexible Linie, die meinen aber was anderes in dem Fall. Das hier ist so ein Modell von einer klassischen Montagelinie für den Automobilbau. Sie haben hier die Autos, Sie haben hier so eine Überkopfstruktur und das ist der klassische Fall. Toyota will das umbauen und die wollen da die Überkopfstruktur wegkriegen. Das Ziel von Toyota ist es, dass jede Maschine, jede Anlage, dass man die ausstöpseln kann, hochheben kann, wegrollen kann und dann die Linie sehr schnell umbauen kann. Auch so Wendeplatten, also am Ende von der Linie dreht sich das Auto ja um 180 Grad und fährt wieder zurück auf der nächsten Linie. Und bis jetzt waren es immer so Löcher im Boden und Toyota hat es umgebaut, dass jetzt diese Wendeplattform, die ist, wird nicht mehr im Boden eingebaut, sondern es wird einfach nur auf den Boden gestellt, vielleicht noch mit 2 Schrauben gesichert und eingestöpselt, aber sie brauchen da keine große Umbauarbeit mehr. Das Ziel ist es hier, auch möglichst schnell und flexibel die Linie anzupassen, umzubauen, zu modifizieren. Wenn ein Roboter Probleme macht, ausstöpseln, wegrollen, 2 Mitarbeiter hin, die Linie läuft weiter, bis man den Roboter repariert hat und dann die Mitarbeiter wieder wegnimmt und einen Roboter wieder hinstellt. Also das ist momentan das Ziel von Toyota. Im ersten Werk haben sie es schon umgebaut und die werden dann noch weitere Werke auch umbauen. Ich habe so ein Video gesehen, hier ein paar Fotos von dem Video, das ist die Anfangssituation. Hier hinten ist die Linie, da kommen hier die Autos, werden hier gedreht und fahren hier wieder zurück. Also das wäre jetzt die Linie. Und an einem Wochenende, Samstag, haben die das umgebaut, haben erstmal hier ein bisschen abgesperrt und innerhalb von einem Wochenende umgebaut, dass jetzt die Linie hier 2, 3 Stufen länger ist, 2, 3 Stationen länger ist. Sie sehen auch hier schön diesen Wendetisch. Das Auto kommt hier drauf, dreht sich 180 Grad und es ist nur auf dem Boden gestellt. Es steht hier nur auf dem Boden mit ein paar Schrauben noch gesichert, damit es nicht verrutscht. Also hier sehr flexibel. Ich bin ein großer Fan von Toyota. Es gibt aber auch eine Entwicklung, die mir in letzter Zeit Sorge bereitet. Und zwar der aktuelle CEO, Akio Toyoda. Dem sein Verhalten, das sehe ich
gemischt und mit Sorge. Toyota ist dafür bekannt, dass die Leute von unten ihre Meinung einbringen können und da auch mal nach oben hin widersprechen können. Aber von dem Herrn Toyota hier, da höre ich viele schlechte Nachrichten, dass der ein, sagen wir mal, amerikanisches System einführt. Wer widerspricht, der wird versetzt in die Wüste. Also wenn Sie da eine andere Meinung haben als der Chef, dann ist Ihre Karriere zu Ende. Das merken auch andere Firmen von Toyota. Ich habe mit Managern von Denso gesprochen. Denso gehört ja auch zur Toyota-Gruppe dazu. Denso ist quasi das japanische Äquivalent zum Bosch-Automobilzulieferer. Und bis vor wenigen Jahren wurde da sehr flexibel ausgetauscht. Die Mitarbeiter von Denso sind zu Toyota, die Mitarbeiter von Toyota sind zu Denso. Aber Denso hat es eingestellt. Die wollen sich die Mitarbeiter nicht mehr von Toyota versauen lassen. Deswegen schicken die Leute nicht mehr rüber. Toyota versucht gezielt, egoistische Mitarbeiter einzustellen. Mit dem Ziel, dass die in Verhandlungen mit Amerikanern, dass sie da Parole bieten können. Aber ich sehe das mit Sorge, wenn die Mitarbeiter da jetzt anfangen, egoistisch zu werden. Auch von Denso, die Firmen in Japan teilen ja Daten miteinander. Dass der Lieferant an den Zulieferer oder der Kunde an den Zulieferer Daten gibt und dass da Daten ausgetauscht werden. Und ein Manager bei Denso hat mir gesagt, dass es gibt da unterschiedliche Firmen. Manche Firmen, da haben sie großes Vertrauen, mit denen arbeiten sie sehr offen und eng zusammen. Andere Firmen, denen trauen sie nicht so sehr über den Weg, da geben sie nur die Daten, die sie wirklich geben müssen. Und da habe ich nochmal nachgefragt und ja, die Toyota Motor, also die Mutterfirma, gehört zu den Firmen, die Denso nicht wirklich über den Weg traut. Es ist die eigene Firmengruppe, aber die trauen der Muttergesellschaft nicht mehr so über den Weg. Also da ist gerade eine Änderung in der Kultur, die ich für bedenklich halte. Ja. Gut. Als nächstes käme dann Nissan, aber vorher noch eine ganz kurze Frage. Haben wir hier Bayern im Raum? Ja. Also ich möchte mich bei allen Bayern erstmal entschuldigen, vor allem natürlich bei meinem Kollegen Albert, für die Travestie, die ich jetzt auf den nächsten Slides kurz zeigen werde. Ich bin nämlich in Tokio auf das Oktoberfest gegangen. An der Dame gibt es erstmal nichts auszusetzen. Das ist alles okay. Ich habe aber gedacht, ich kaufe mir eine Weißwurst. Und Sie kennen die Weißwurst, so einen Topf mit heißem Wasser und eine Brezel und süßer Senf dazu. Ich bestelle mir eine Weißwurst und kaufe da eine Weißwurst. Die Weißwurst ist gegrillt. Also die Weißwurst ist tatsächlich gegrillt, die hier. Dazu gab es, weil wir Deutschen ja alles mit Sauerkraut essen, dazu gab es Sauerkraut. Der Senf, das sieht jetzt zwar ein bisschen aus wie süßer Senf, aber das ist eine Hommage an eine andere berühmte deutsche Wurst. Das ist nämlich ein Curry-Senf. Und dann war auch schon alles egal, dann habe ich mir noch das Bier mit Erdbeergeschmack dazu gekauft, weil dann war es eh voll egal. Also kulturell hochspannend und nochmal eine Entschuldigung an alle Bayern hier im Raum für diese Verhunzung des Nationalgerichts. Ich bin ja auch ein Bayer, also ja. Aber interessant. Gut, Nissan, auch ein sehr gut organisiertes Werk, auch sehr gut visualisiert, sehr gut strukturiert, auch da hoher Respekt für die Mitarbeiter, sehr effizient. Im Vergleich zu Toyota wesentlich mehr automatisiert. Toyota versucht Automatisierung zu vermeiden mit dem bis zum gewissen Grad berechtigten Glauben, dass Roboter können sich nicht selber optimieren. Menschen können optimieren, können besser werden, können da Verbesserungsarbeit machen. Roboter können das nicht. Das heißt, Toyota ist da bei Robotern etwas zurückhaltend. Nissan ist es nicht. Nissan hat sich auch als einzige Firma von den japanischen Firmen anders angefühlt. Bei den allen anderen Firmen, Toyota, Honda, Mitsubishi und so weiter, das war ein typisches japanisches Werk. Nissan hat sich eher angefühlt wie ein europäisches Werk. Das, wenn ich da durchlaufe, es ist schwer zu sagen, warum, aber das Gefühl war ein deutsches oder ein amerikanisches Werk mit japanischen Mitarbeitern halt.
Einer von den Unterschieden war, dass bei Toyota und Honda und Mitsubishi, wenn die da irgendwelche Verbesserungsarbeit machen, es ist egal, wie das aussieht, solange es funktioniert. Da kann man auch einfach nur Plastikröhren mit Tesafan zusammen machen. Wenn man Gegengewicht braucht, dann wird eine Plastikflasche genommen, da kommt Sand rein oder Wasser rein als Gegengewicht, dann eine Schnur, die dann um so Rollen geht. Das ist da alles relativ einfach gemacht, solange es funktioniert. Bei Nissan waren dann die bekannten Bosch Rexroth-Profile, die Sie vermutlich kennen, sehen sehr gut aus, kosten halt ein gutes Stück mehr. Also da gefühlt ein ziemlicher Unterschied. Also Nissan hat sich sehr angefühlt wie ein europäisches oder amerikanisches Werk. Das liegt vermutlich an der Geschichte. Und zwar, Nissan wurde sehr, sehr stark von Ausländern beeinflusst. Der erste Herr hier, der Wilhelm Gorham, das war ein amerikanischer Ingenieur, der zur Gründerzeit von Nissan bei Nissan gearbeitet hat. Der hat dann auch die japanische Staatsbürgerschaft angenommen. Und der war da Chefingenieur, der hat Nissan technisch extrem stark beeinflusst und wird auch bei Nissan aktuell noch fast wie ein Held verehrt. Und da gibt es immer noch Storys und Anekdoten. Also der ist da einer der wichtigsten Influencers, einer der Gründer von Nissan, der da die technische Seite gestemmt hat. Den anderen Herrn kennen Sie vielleicht auch, der ist momentan wieder öfters in den Nachrichten, den Herrn Charles Ghosn. Der hat auch Nissan wirtschaftlich gerettet. Mr. Costkiller ist auch ein Spitzname von ihm. Und hat da Nissan enorm vorangebracht. Hat da auch eine Allianz aufgebaut. Renault, Nissan, Mitsubishi. Und das momentan aber atmet er gerade gesiebte Luft. Er ist in Japan gerade verhaftet. Aus ein bisschen fadenscheinigen Gründen. Und zwar, Renault hat so einen kontrollierenden Anteil von Nissan. Nissan hat nur einen kleinen Anteil von Renault, aber und auch nicht stimmberechtigt. Das heißt, Nissan und Mitsubishi werden von Renault kontrolliert und damit von der französischen Regierung. Das schmeckt Nissan nicht, das schmeckt Mitsubishi nicht, das schmeckt der japanischen Regierung nicht. Und da kommt gerade mit zweifelhaftlichen rechtlichen Wegen gerade sehr viel Gegenwind gegen diese Dreierallianz unter Führung der französischen Regierung. Also der ist jetzt schon seit 2 Monaten im Gefängnis und immer wenn er freikommen müsste, wird er gleich wieder verhaftet unter einem neuen Grund. Das ist so ein bisschen fadenscheinig. Gut. Eins von den Nissan-Werken, wo ich war, das ist so eine kleine Stadt im Norden von Japan, das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, Fukushima. Und das ist jetzt nicht der aktuelle Stand, das war ein Foto nach dem Erdbeben, also Fukushima, das Kernkraftwerk, das große Erdbeben, der Tsunami, das war das Nissan-Motorenwerk da daneben. Und das wurde vom Tsunami nicht getroffen, das war etwas höher, aber das Erdbeben hat das Werk schwer beschädigt. Und da hat sich auch der Boden hier so um 15 cm stellenweise versetzt. Es ist Gott sei Dank im Werk keiner gestorben, aber ziemlich beschädigt, einfach so als Impression aus Japan. Und wenn Sie aktuell durch das Nissan-Werk gehen, werden Sie feststellen, dass der Boden, ein flacher Boden, dann gibt es so eine Schräge, dann geht der Boden weiter. Also wenn sich der Boden da um 15 cm versetzt, sie haben das einfach versucht ein bisschen auszugleichen, man kann ja nicht das komplette Werk abreißen und haben das da so an verschiedenen Stellen so komische Schrägen drin, wegen diesem Schaden vom Erdbeben. Gut. Ein Café in Tokio, das süße Monster-Café, einfach ein paar von den verrückten Sachen, die es in Tokio immer wieder mal gibt. Honda. Auch sehr bekannte Firma. Ich war in mehreren Honda-Werken. Ich war in einem Automobilwerk und in einem Motorradwerk. Und das Automobilwerk, also Honda hat ja keinen schlechten Ruf, aber das Automobilwerk, das war schockierend. Das war dreckig, das war unorganisiert, das war wenig Beschriftung, wenig Visualisierung, keine Warnleuchten oder sonstige Sachen. Beschriftung von Material war teilweise nicht da. Ergonomie war hundsmiserabel. Ich habe Mitarbeiter gesehen, die haben eine Kiste, eine große Kiste, also leer, nicht schwer, aber die ganz große Kiste durchs komplette Werk getragen. Ich habe andere Mitarbeiter gesehen, die hatten so eine Kiste mit Schrauben, diese Größe. Das stand aber hier auf dem Fußboden. Das heißt, immer wenn er eine Schraube braucht,
drei Schrauben rausnehmen, zum Auto hin einbauen. Dann wieder zurück fürs nächste Auto, wieder drei Schrauben rausnehmen. Also in puncto Ergonomie miserabel. Also da war auch mein Mentor mit dabei und der war auch schockiert. Das hätten wir nicht erwartet von diesem Sayama-Werk. Zur Verteidigung, das Sayama-Werk war zu dem Zeitpunkt geplant für die Schließung. Es ist inzwischen auch geschlossen und in ein Werk, das man zumacht, steckt man natürlich keine Energie rein. Aber das Chaos, das wir da sahen, das war nicht nur des letzten zwei, drei Jahre, das war ein in langer Zeit gewachsenes Chaos. Deswegen hat es mich gefreut, dass das Motorradwerk in Kumamoto im Süden wesentlich besser war. Effizienz, Ergonomie wesentlich besser. Zum Beispiel die Motorräder waren so auf Plattformen, die hoch und runter gefahren sind, dass immer für die Montage das da auf der richtigen Höhe ist. Die hatten an anderer Stelle auch so ein Schienensystem, wo da so Regale mitgefahren sind mit den entsprechenden Kits, um da ein Motorrad zu bauen. Und auch dieses Schienensystem ist da auf verschiedenen Höhen gewesen, damit es immer zur Höhe vom Motorrad passt. Also da sehr schön durchorganisiert, sehr schön durchoptimiert. Also fand ich recht gut. Die Montagelinie hatte auch so einen kleinen Anhängsel am Wagen dran, also das ist das Motorrad und das sind die Teile des Kit, das man für dieses Motorrad braucht. Und diese Montagelinie, die ist so im Zickzack gegangen. Also von rechts nach links, also sie hat so Schlangenlinien gemacht. Das war ganz bewusst, denn wenn sie so Schlangenlinien machen, dann ist ja immer hier der Wagen um die Ecke rum. Das heißt, der Mitarbeiter muss da zwei Schritte weniger laufen. Also auch so eine Kleinigkeit, wo die hier immer zwei Schritte sparen, dass der Wagen näher dran ist an der Arbeitsstelle. Also fand ich sehr spannend, fand ich sehr interessant. Bei Honda konnte ich auch einen Schichtwechsel beobachten. Die eine Schicht kommt, die andere Schicht geht. Die Schichtübergabe, also so vor 3.30 Uhr am Nachmittag sind dann die Mitarbeiter gekommen und ab 3 Uhr gab es Gymnastik. Das war zudem noch freiwillig, aber das war Gymnastik und in Japan, das lernen schon die Schulkinder, da gibt es so eine Ich, Ni, San, also so 1, 2, 3, so eine Gymnastikübung, die fast alle können. Und das haben die dann auch gemacht, manche mit mehr Begeisterung, Ich, Ni, San, und manche nur Ich, Ni, San, mit etwas weniger Begeisterung. Aber das haben die dann gemacht. Ab 3.35 Uhr bezahlte Arbeitszeit, das hat angefangen mit einem Teammeeting. 5 Minuten später an die Linie für die Übergabe und haben sich dann 2 Minuten mit der vorigen Schicht besprochen, was ist das Thema, was müssen wir achten, ist irgendwas aufgefallen. Und dann ab 3.45 Uhr wieder normale Produktion und ist dann weitergelaufen. Fand ich auch interessant. Das ist so ein Foto, das ist jetzt nicht von Honda, aber ich durfte da nicht fotografieren, aber das ist so ein allgemeines Bild von dieser typischen japanischen Gymnastikübung, die man eigentlich im Kindergarten schon lernt. So. Teehaus in Japan, auch sehr schön. Mazda, bekannt für die Wankelmotoren, für diese Motorentyp und fand ich auch ein recht gutes Werk, auch schön organisiert, auch guter Materialfluss. Nicht ganz so gut wie Toyota, manchmal waren also zum Beispiel längere Arbeitswege. Hier war das Material, das haben sie auf der anderen Seite dann gebraucht, das heißt, da musste immer hin und her laufen, das war wieder etwas mehr Laufweg, also nicht ganz so effizient wie Toyota, aber besser als viele andere japanischen Werke. Wofür Mazda in Japan berühmt ist und von allen bewundert wird, ist denen ihre Plattformstrategie, denen ihre Modulstrategie. Dass da wirklich alle Modelle auf derselben Linie laufen, alle Motoren auf derselben Linie laufen, dass es da eine gut funktionierende Modulstrategie ist. Viele Firmen versuchen es, nur wenige kriegen es wirklich gut hin und Mazda ist in Japan da als Nummer 1 betrachtet. Auch historisch gewachsen, denn mit so einem Thema hat sich Mazda mal ganz, ganz, ganz gewaltig die Finger verbrannt. Und zwar, es war 1990 rum und jetzt kommt fast schon ein Textbuchbeispiel, wie man es nicht machen soll. Mazda hat um 1990 rum die Strategie gehabt, möglichst viele Marken, nicht Modelle, sondern Marken und jede Marke mit einer Handvoll Modellen.
Das heißt, neben der Marke Mazda haben die eine Marke angefangen, Autozam mit 8 Modellen, Eunos mit 9 Modellen, Anfini mit 5 Modellen, M2 mit 3 Modellen, eine Luxusmarke Amati mit nochmal 2 Modellen, die sie dann aber gestrichen haben. Das heißt, so um 1990 rum, innerhalb von kürzester Zeit, haben die 20, 30 noch mehr verschiedene Modelle angefangen zu entwickeln. Und die Entwicklungsabteilung ist umgekippt. Das war ein totales Chaos, das war viel zu viel, nichts ist fertig geworden, alles in der Gegend rumgerannt. Mazda ist an der Stelle fast bankrott gegangen, dadurch, dass sie hier fast schon wie Wahnsinnige da versucht haben, jede Nische mit einer eigenen Marke, mit einem eigenen Modell zu bedienen. Und da für eine kleine Firma, die machen nur 1 Million Autos pro Jahr, wirklich so einen Blumenstrauß an Modellen innerhalb kürzester Zeit aufstellen wollte. Also da haben die sich richtig, richtig verbrannt und sind beinahe bankrott gegangen. Deswegen jetzt gefühlt sehr stark die Tendenz in die andere Richtung. Die haben ihre Global Platform, alle Modelle und viele von den Marken gibt es nicht mehr. Es gibt eigentlich nur noch Mazda. Es ist alles auf der gleichen Plattform aufgebaut. Nennt sich SkyActiv, bekannt für energieeffiziente Motoren. Aber auch die Plattform, das ist da... das ist das Thema, wo Mazda da extrem bekannt und bewundert wird in Japan. Toyota hat 12% von Mazda gekauft, um hier von Mazda zu lernen, zum Beispiel. Okay. Ich war auch auf der Tokyo Motor Show, habe mir das angeschaut und habe die ganzen Autos angeschaut, die es da gab. Als in meinem jugendlichen Leichtsinn habe ich natürlich gedacht, die Autos sind bei der Tokyo Motor Show das Wichtigste, aber da wurde ich auch was Besseren belehrt. Es sind nicht die Autos, die hier das Wichtigste sind, sondern die Damen, die neben den Autos stehen. Also, ja. Und dann natürlich, von denen wurden vermutlich mehr Fotos gemacht als von den Autos. Mitsubishi. Inzwischen auch nicht mehr japanisch, gehört zu der Renault-Nissan-Allianz. Motor gehört zur Renault-Nissan-Allianz, Mitsubishi Trucks, die LKW-Sparte, gehört inzwischen zu Daimler Trucks und es tut den alteingesessenen japanischen Arbeitern echt weh, dass die 3 Diamanten inzwischen in anderen Schmuckschatullen liegen. Und gerade bei Mitsubishi Fuso, also der Trucks-Sparte, LKW-Sparte, in der Kommunikation, in den Briefen steht nicht mal mehr Mitsubishi drin. Das ist Daimler Trucks East Asia. Da steht nicht mehr Mitsubishi drin. Das tut den Leuten echt weh. Vom Werk her, vernünftiges Werk. Was mir aufgefallen ist, der wurde relativ viel über Kopf gearbeitet. Und ich habe auch viele Leute gesehen, die sich immer so den Rücken gerieben haben, die Schultern gerieben haben. Das heißt, da ist vielleicht die Ergonomie nicht ganz so gut. Wofür Mitsubishi bekannt ist, das ist das, was Toyota versucht nachzumachen mit der flexiblen Linie. Das schnelle Umstellen, das schnelle Verändern der Montagelinie, das ist bei Mitsubishi das sogenannte Tatami-Conveyor. Tatami, das sind so hier die Reisstrohmatten für den Fußboden und alle paar Jahre, wenn die alt sind, die werden einfach rausgeschmissen, neue Reisstrohmatten rein und der Fußboden ist wieder gut. Also diese Reisstrohmatten-Fließband, das ist bei Mitsubishi, da kam das her und wird inzwischen von Toyota nachgemacht. Mitsubishi war auch das einzige Werk, wo ich bewusst gesehen habe, dass das Auto auch mal um 90 Grad gedreht worden ist. Wenn sie hier vorne oder hinten bauen, dann wird das Auto gedreht, dann haben die Mitarbeiter auch wieder einen Schritt weniger zu laufen. Ansonsten hier, die müssten um die Ecke rum, um da vorne hin. Aber hier kommt man leichter hin. Das heißt, die haben die Autos teilweise um 90 Grad gedreht, um da besser hinzukommen. Bei Nissan habe ich ja gesagt, Nissan fühlt sich an wie ein sehr europäisches Werk, weil da alles glänzt und moderne Technik und Rexroth-Profile und sowas sind. Bei Mitsubishi mal ein Gegenbeispiel. Und zwar, die haben auch ihre fahrerlosen Transportfahrzeuge, FTS. Und diese Transportfahrzeuge, so ein Stück kostet ja 40.000 Euro, wenn sie sowas kaufen. Die haben da eine billigere Lösung gefunden. Die haben von einem bankrotten Golfkurs
die Golfkarts abgekauft. Haben da die Golfkarts gekauft, haben einen Computer drauf eingebaut, haben oben noch ein paar Lichter drauf und jetzt fährt so ein Golfkart, so ein Golfwagen, zieht da das Material durch die Fertigung. Sitze und so ist alles noch dran, das heißt, wenn irgendwann mal ein Problem ist, dann springt der Mitarbeiter rein und fährt es selber weiter. Aber das sind hier so Golfvehikel, die jetzt hier das Material durch die Fertigung ziehen. Fahrerlos und vollautomatisch. Wird bei Toyota auch gemacht. Bei Toyota, die haben es aber so umgebaut, dass das Ganze oben jetzt fehlt und nur noch der Drivetrain, also die Räder und das Motor und das Ganze da dran ist. Aber auch bei Toyota, vom bankrotten Golfkurs, 1000 Euro pro Wägelchen haben die aufgekauft und die fahren jetzt auch Material mit einem Golfwagen durch die Gegend. Natürlich, das deutsche FTS kostet so 40.000 Euro, wenn sie so ein Teil kaufen, je nachdem, was, wie viel es kann. Und da zahlen sie 1.000 Euro und ein bisschen Handarbeit. Also da auch, es muss nicht toll aussehen, solange es funktioniert. So, jetzt sind wir schon bei den letzten paar Herstellern. Hier noch ein Bild aus dem japanischen Kaufhaus, tolle Kunst, haben sie aber leider vor 2 Monaten abgehängt. Ja. Suzuki, sehr kleiner Automobilhersteller. Besonders hier ist, dass Suzuki sehr stark von Toyota beeinflusst wird. In Japan gibt es fast keinen Wechsel zwischen den Firmen. In Deutschland, Sie können bei Daimler arbeiten, in 5 Jahren kriegen Sie ein besseres Angebot von Volkswagen, dann wechseln Sie zu Volkswagen. Bei Japan passiert sowas fast nicht. Als ich in Japan noch gearbeitet habe, gab es einen Fall, wo ein Toyota-Mitarbeiter zu Honda gegangen ist und die Führungsebene, die war schockiert. Die war zutiefst getroffen über diesen Verrat, dass sie zur Konkurrenz gegangen sind. Das heißt, einen Austausch zwischen den Firmen gibt es eigentlich wenig. Suzuki ist eine Ausnahme, weil Suzuki, das Hauptquartier, ist sehr nahe beim Toyota-Hauptquartier. Die nutzen auch zum großen Teil die gleichen Lieferanten. Und auch der Suzuki-Chef hat früher bei Toyota gearbeitet. Also da, Suzuki ist im Vergleich zu anderen stark von Toyota beeinflusst. Und auch einfach wieder Kleinigkeit von der Linie, also das ist eine Museumslinie, aber die haben das in echt auch. Die Sitze kommen von einer Seite, werden die angeliefert und die muss man auf die andere Seite bringen zum Einbauen. Und jetzt unten drunter wäre ziemlich aufwendig, da so einen Graben zu machen. Oben drüber ist auch aufwendig, da so eine Struktur hinzubauen. Was die machen, die haben ja so einen kleinen Schlitten und die timen das passend, dass dann, wenn da eine Lücke ist, wird der Sitz kurz da durchgerollt, relativ schnell, automatisch und ist dann auf der anderen Seite. Also hier auch so eine kleine Tricksache, wie die hier ihre Arbeit optimieren. So. Messe in Tokio, das ist so das Messegelände. Und der letzte Hersteller, wo ich war, war Subaru. Bekannt vor allem für das Four-Wheel-Drive und für die Boxermotoren, aber ansonsten war das jetzt nicht irgendwo besonders herausragend, also da wenig zu sagen. So, noch ein kleines Bild von einem der wenigen original erhaltenen Schlösser auf einer Bergspitze in Japan, also alles noch original. Einer der kältesten Tage in Japan, da waren es -8 Grad. Ja. Aber insgesamt, ich war da in sehr, sehr vielen Automobilwerken. Ich habe die miteinander verglichen. Ich habe da qualitativ und quantitativ drauf geschaut. Ich habe noch viele andere Sachen auch gemacht, die ich jetzt hier gar nicht drüber berichten will, weil das würde den Rahmen sprengen. Aber das war eine hochspannende Sache. Die Firmen teilweise sehr unterschiedlich, aber fast immer Funktion ist wichtiger als Aussehen. Wie das aussieht, ist völlig egal, solange das funktioniert. Wenig Austausch von Mitarbeitern, aber trotzdem sehr interessant, tolle Sache. Also ich bin sehr froh, dass ich hier in meiner Position die Möglichkeit habe, Sabbaticals zu machen. Auch da nochmal Dank an das Dekanat und auch das Rektorat, dass sowas hier unterstützt wird. Und war eine echt tolle Zeit, da 5 Monate in Japan zu verbringen. Und ich freue mich schon auf mein nächstes Sabbatical, wo ich aber noch ein bisschen warten muss, bevor ich wieder weg kann. Zwischendurch muss man ja tatsächlich mal arbeiten. Auch Ihnen ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das war für Sie interessant.
Und wenn Sie Fragen haben, sehr gerne. Dankeschön.